Seid gegrüßt. Ich möchte heute über ein Video reden von Jesse Rocks bzw. 4Fansites, deutscher Diablo-YouTuber. Ich glaube, der größte. Also, ihr kennt ihn sicherlich alle. Und dort redet er darüber, dass Blizzard immer frecher wird, besonders mit Diablo 4. Und in dem 11 Minuten langen Video geht es darum, dass Blizzard einfach zu viel monetarisiert in dem Spiel, dass das Spiel selbst zu teuer ist. Und was monetarisiert wird, sind zum Beispiel Battle Pass, In-Game-Shop mit kosmetischen Items und DLCs, die rauskommen. Und er findet das einfach zu viel, zu teuer und insgesamt halt nicht gut. Ich habe da eine ganz andere Meinung und deswegen mache ich jetzt das Video, sonst hätte ich nicht das Video gemacht, ist ja logisch. Und möchte da mit dem Preis des Spiels anfangen. Wir reden hier von 70 Euro, 90 oder 100 Euro. Und ich finde selbst die 100 Euro für ein AAA-Spiel im Jahr 2023, was vermutlich, wenn es gut wird, und wir gehen davon aus, dass es gut wird, Jesse auch, dass uns halt hunderte Stunden Spielspaß bringen wird, wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar 1000. Und da ist so ein Preis hier aus meiner Sicht vollkommen fair, wenn wir das vergleichen, Restaurantbesuche, Kinobesuche, was wir da hinlegen müssen, wie viele Stunden wir dafür bekommen an Spaß. Wenn wir dann hier alleine mit 100 Stunden mal rechnen, sind das 1 Euro pro Stunde. Aber es werden ja vermutlich sogar mehr als 100 Stunden. Und diese 100 Euro muss ja keiner ausgeben und selbst die 90 muss ja auch keiner ausgeben. Wir wären ja dann sogar bei 70 Euro für die niedrigste. Und wenn wir die Inflation mal nehmen, ich habe mal das hochgerechnet. 2012 kam Diablo 3 raus für 54,90 Euro. Und in Deutschland gab es eine Inflation, überall natürlich gibt es Inflation, das heißt, das Geld wird immer mehr entwertet. Was ich heute für 100 Euro kaufen kann, ist viel weniger als das, was ich vor 10 Jahren für 100 Euro kaufen konnte. Und wenn wir das hochrechnen mit der Inflationsrate, landen wir bei 68,50 Euro im Jahr 2023. Also so viel hätten wir heute für Diablo 3 bezahlt und da landen wir genau bei diesem Preis, den wir jetzt hier auch haben, 70 Euro. Deswegen kann man sich da eigentlich nicht beschweren, aus meiner Sicht. Diablo 4 ist ja auch kein RPG, was rauskommt, einmal durchgespielt wird, weggelegt wird, sondern das ist ja so eine Art Live-Service-Game, wo wir dann auch Sachen erwarten, wenn es rauskommen ist, wie Patches, Ladder, Seasons, und das kostet ja auch Arbeit. Klar gibt es einen In-Game-Shop, um das zu finanzieren, aber theoretisch muss ich da nichts weiter kaufen. Ich könnte mir das Spiel kaufen und müsste nie wieder Geld ausgeben und würde trotzdem immer wieder diesen neuen Kram dann bekommen. Diese Patches, wo Chars gebufft werden oder genervt, ja. Und die Erwartungshaltung von uns Spielern ist halt, dass die das Spiel natürlich jahrelang patchen werden. Und bei Diablo 2 Resurrected war es auch so. Die haben eigentlich nie versprochen, dass sie da was patchen werden. Und dann kam auf einmal ein großer Patch, der geil war. Und jetzt haben wir die Erwartungshaltung, dass die immer weiter geile neue Patches rausbringen. Und das muss man halt auch einfach mal berücksichtigen, wenn man dann hier diesen Preis sieht. Okay, dann kommen wir aber jetzt zu dem In-Game-Shop. Wir haben also einen kosmetischen Shop. Es gibt kein Pay-to-Win, haben die Devs immer und immer wieder jetzt beteuert. Wenn es dann doch irgendwann Pay-to-Win geben sollte, das würde einfach einen super Shitstorm auslösen. Und ich hoffe, dass sie ihr Wort halten. Ja, davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen, dass sie ihr Wort halten. Das heißt also, wir haben einen Shop mit nur kosmetischen Sachen, die euch hübscher machen. Das heißt kosmetisch. Ihr braucht es nicht, ihr werdet nicht dadurch schneller spielen können oder stärker. Und dort gibt es halt dann fette Preise, teilweise 20 Euro für ein Set. Aber ich sehe genau, was ich bekomme, für welchen Preis. Und das ist ein Modell, was heutzutage sogar richtig gut ist. Und genauso wünsche ich mir das in Spielen, die halt monetarisiert werden müssen. Und zwar so ein Shop. Denn wir hatten schon viel, viel schlimmere Sachen in der Vergangenheit. Wir hatten Lootboxes, wo wir nicht wussten, was rauskommt. Wo wir quasi reingebaitet wurden, indem wir dachten, wir können jetzt hier auch irgendwelche Messer ziehen wie in CSGO. Aber wir sehen die Chancen nicht mal, wie wahrscheinlich das ist. Und dann kriegst du da so eine richtige Glücksspielsucht. Nicht in diesem Shop. Du siehst, was du bekommst. Es gibt keine Lootboxen. Noch. Ich hoffe, es bleibt so. Und das ist für mich absolut fair. Und keiner muss sich dort halt was kaufen. Das Argument, dass ich mich irgendwie gezwungen fühle, was zu kaufen, weil ich hübscher aussehen will oder weil neben mir einer so ein Set hat und ich mich hässlich fühle, das akzeptiere ich gar nicht, weil das bei mir zum Beispiel nie der Fall war. Also bei kosmetischen Sachen habe ich null Drang, jetzt auch da Geld reinzustecken. Und ich
kenne das von Dota 2. Dort kaufen sich Leute wirklich ständig irgendwelche coolen Sets und die werden immer krasser und krasser. Und ich kaufe mir da vielleicht mal einen Battle Pass, aber ich habe absolut null Drang, mir dort mehr zu kaufen. Und wenn es Leute gibt, die sich genötigt fühlen, dann ist es natürlich schon für die Leute ärgerlich. Aber ich kann nur sagen, es ist wirklich kein Zwang und keiner muss da irgendwas kaufen, um Spaß zu haben an dem Spiel. Und beim Battle Pass ist das ähnlich, denn ein Battle Pass, erstens gibt der mir sogar einen Spaß zurück. Also ich bekomme einen richtigen Gegenwert in Form von Quests und Aufgaben. So funktioniert ja ein Battle Pass, man muss den dann hochleveln. Um den zu leveln, muss man Aufgaben erfüllen. Wer darauf keinen Bock hat, kauft ihn halt nicht. Und er wird vielleicht dann 10 oder 20 Euro kosten. Und mir persönlich macht das halt Spaß. Ich kaufe mir das, weil ich halt dann einfach noch ein bisschen mehr zu tun habe im Endgame, was sonst vielleicht ein bisschen zu langweilig wäre. Und so habe ich halt ein Ziel, das Ding hochleveln. Ich habe den in TFT gekauft, in Magic, in Dota. Ich kaufe immer einen Battle Pass, weil die meistens sehr fair sind vom Geld, vom Preis und von dem, was ich halt da zurückbekomme. Und deswegen ist das für mich halt auch kein Kritikpunkt. Ich finde es genau richtig, wie das Diablo 4 macht. Transparentes System, die wollen damit Geld verdienen. Wir sind im Jahr 2023, Spiele sind deutlich teurer geworden in der Herstellung und natürlich müssen die halt auch enormen Profit abwerfen. Früher konnte man mit kleinen Entwicklerstudios geile Games machen, aber heute ist das einfach ein bisschen anderer Maßstab. Es gibt natürlich immer noch kleine Indie-Studios, die mal geile Games machen, aber sowas wie ein Diablo 4, was dann den gesamten Globus erreicht und einen riesen Hype auslöst, sowas kostet halt auch viel Geld. Und am Ende ist es halt auch ein Aktienunternehmen und die wollen Geld machen. Und wenn wir das aber halt einfach mal mit Diablo Immortal zum Beispiel vergleichen, dort sehen wir, wie es nicht gemacht wird. Das Spiel, das habe ich boykottiert, habe keine Guides zu rausgebracht, wie zum Beispiel jetzt auch Jesse Rocks, der hat ja viele Guides auch zu dem Spiel rausgebracht, auch wenn er es dann kritisiert hat. Ich habe das Spiel von Anfang an boykottiert, weil das halt wirklich gar nicht ging. Dort hast du krasses Pay-to-Win von an alleruntersten Niveau. Das ist das Schlimmste mit, was ich gesehen habe. Und in Diablo 4 machen sie es aber aus meiner Sicht alles richtig. Und was ihr für eine Meinung habt, gerne mal unter das Video posten. Ich habe auch schon viele Kommentare bei Jesse Rocks gelesen. Da ist auch hitzige Diskussion am Start. Aber viele, also die meisten stimmen ihm zu. Und da ich das halt anders sehe, wollte ich jetzt auch einfach nochmal einen anderen Standpunkt euch präsentieren. Und vielleicht gibt es ja einige, die es auch so sehen. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst vor den Kommentaren. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht fertig gemacht. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.